Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich stelle euch heute ein Schätzchen vor, man sieht's schon. Ich bin ein großer Fan, kann man sagen, von den Thermomix-Sachen, denn die sind halt einfach. Aber, und das habe ich so in den letzten Videos auch so ein bisschen rausgehört, ihr habt auch Interesse daran zu wissen, ob in diesem Produkt hier Silikone enthalten sind. Ihr müsst mal die einzelnen Inhaltsstoffe durchgehen. Hier ist ein Silikon enthalten. Also Thermomix ist tatsächlich ein Hersteller, der auch mal mit Carbomer arbeitet. Ihr guckt euch einfach durch die Inhaltsstoffe durch. Die werde ich euch jetzt hier mal einblenden. Ich habe ja immer so eine Tafel, wo ich das einblenden kann. Ich kann euch aber auch empfehlen, einfach mal auf der Homepage von Nishi Beauty Lab einfach mal auf das Produkt zu gehen, die Inhaltsstoffe einfach mal einzeln durchzugehen, einfach über Google mal so ein bisschen zu gucken, was welcher Inhaltsstoff bedeutet und wem halt das wichtig ist, dass er halt keine Silikone verwendet. Für den ist das Produkt natürlich nichts. Für alle anderen, ich kann es nicht anders sagen. Ich bin richtig baff. Ich habe mir dieses Teilchen mit zwei anderen, die werde ich natürlich auch noch vorstellen. Das dauert aber noch ein bisschen, weil ich gerade so viele Produkte aufhabe und irgendwie zu geizig bin, auch meine Produkte herzuschenken. Weil so läuft es nun mal. Du hast ja nur ein Gesicht und du kannst natürlich nicht alles draufschmieren, das ist klar. Das hier werde ich definitiv leer machen. Da könnt ihr euch sicher sein. Das werde ich mir wahrscheinlich auch nachkaufen. Ich bin ein großer Q10-Fan und ich habe mich natürlich gefreut, dass in den drei letzten Serien, die bei Theramide rausgekommen sind, eins davon eben Q10 hat. Ich habe mal vor 2 oder 3 Jahren habe ich ein Video zum Thema Q10 gemacht. Das werde ich dir mal unter das i legen. Denn es gibt eine Besonderheit bei Produkten mit Q10. Leider macht die Drogerie, wie auch andere Hersteller, so ein bisschen, man nennt das Inhaltsstoffe-Marketing. Also sprich, du kannst einen Inhaltsstoff auf ein Produkt außen hinschreiben, wenn du ein bisschen was davon reintust oder wenn du irgendwie ein Derivat davon reintust. Also sie tricksen dann immer so ein bisschen, aber es, damit du außen auf dem Produkt über den Inhaltsstoff werben kannst, oder mit dem Inhaltsstoff werben kannst, dann musst du halt ein bisschen was reintun. Und das ärgert mich immer so ein bisschen, ne? Also weil man halt einfach weiß, wenn man sich schon mit dem Inhaltsstoff so ein bisschen beschäftigt hat, dass wenn so ein Inhaltsstoff in dem Produkt drin ist, das Produkt halt gelb sein muss. Das hier ist gelb eingefärbt, ne? Also das bedeutet jetzt nicht, dass es so gelb ist, aber es ist gelb. Ich habe euch tatsächlich auch einen kleinen Swatch gemacht, wenn man sich das von mir damals mal gewünscht hat. Und du brauchst halt auch nicht viel, muss ich echt sagen. Ich liebe das besonders, also ich nehme es morgens wie abends und versuche mich da immer gerade so ein bisschen, nicht jeden Tag, du willst auch andere Produkte noch testen und so. Und du willst dir auch ein bisschen was aufheben. Aber das funktioniert halt für mich so saugut. Und wenn du halt Antioxidantien hast, wie du in dem Produkt halt eben auch richtig geile Inhaltsstoffe hast, Vitamin F, ich habe es nachgelesen, wird als Fettsäure deklariert. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig. Wenn ich Informationen zu den Inhaltsstoffen, die hier beworben werden, habe, dann werde ich die euch einfach mal einblenden, weil das vielleicht auch nicht schlecht ist und euch eben die Seiten dann zur Verfügung stellen. Erste Kommentar. Ihr wisst ja, wie das funktioniert. Und Antioxidantien, da tust du dich am allerbesten gerade zu einer Zeit, wo viel Sonne ist. Bei mir ist es jetzt gerade Sommer, dass du eben deinen Sonnenschutz, den du auf dem Gesicht aufträgst, unterstützt. Das bedeutet, drunter Antioxidantien tragen, drüber den Sonnenschutz. Das vervielfältigt nicht den Sonnenschutz. Ich muss immer ein bisschen lachen, weil ich das auch schon gefragt wurde. Nein, das vervielfältigt den Sonnenschutz nicht, aber das ist halt besser für die Haut und du hast eben die Antioxidantien, die noch zusätzlich wirken können. Also aus einem 50er Sonnenschutz wird dann nicht Lichtschutzfaktor 60 oder so. Das gibt's, glaube ich, auch nicht. Das nicht. Aber es ist halt einfach eine Unterstützung für deinen eigentlichen Sonnenschutz und das liebt die Haut. Und das hier, ich habe das halt bei den anderen Theramide-Produkten auch gehabt.
Ich weiß nicht, wie sie diese Formulierung hinkriegen, aber meine Haut liebt das. Es gibt Formulierungen, gerade bei Cremes oder so cremigen Substanzen, die will nicht in meine Haut rein. Wenn ich da ein bisschen Feuchtigkeit auf der Haut habe, kriege ich es nicht mehr rein. Dann kann ich cremen und cremen. Das dauert immer voll lange. Das hier weg. Das ist einfach so der Hammer. Und es ist halt für mich auch wichtig, was für einen Spender hat man. Jetzt weiß ich von der Schenja, die ja schon das ein oder andere Video zum Thema gemacht hat, dass die Spender ziemlich teuer sein können in der Produktion. Und der Spender hier ist halt, du drückst einmal drauf und hast eigentlich im Endeffekt schon eine kleine Menge, die ausreicht. Du drückst ein zweites Mal drauf und dann hast du vielleicht wirklich exakt das, was du haben willst. Dann bei einer Frau nicht vergessen, das Gesicht hört nicht hier auf, sondern schmier bis hierhin mal. Also da tust du hier das Allerbeste. Ich vergesse gerne mal den Bereich. Da bin ich auch manchmal zu geizig, da erwische ich mich auch bei so richtig guten Sachen, dass ich die nicht so an den Hals schmiere, sondern da immer nur die günstigen. Nein, das könnt ihr auch an den Hals schmieren, ne? Nur, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, hat die Maschine, die das aufgefüllt hat, mich, glaube ich, ein bisschen beschissen, weil da fehlt ein bisschen Produkt. Da ist so Luft mit eingefüllt worden und das finde ich nicht so cool, weil ich glaube, da ist nicht die richtige Menge drin. Ich muss mal die anderen Produkte angucken, aber bei dem ist es richtig krass. Einmal im Jahr macht Nische Beauty Lab mit dem Leon, also X Skincare, wer kennt ihn nicht, zusammen so eine Rabattaktion, wo er Geburtstag hat. Das ist irgendwann Ende März. Das kann ich mir mal so einigermaßen merken. Und da lohnt sich auf jeden Fall, solche Produkte sich mal näher anzugucken, weil da habt ihr einen richtig saftigen Rabatt. Auch so, man kann die ohne Rabatt kaufen und ich bin ein großer Fan. Ich sag's immer, Skincare muss nicht viel Geld kosten. Macht uns Skinfluencern nicht nach, diese ganz teuren Sachen zu kaufen. Klar, Skincare ist auch immer so ein bisschen Gefühl, Luxusgefühl, braucht man teure Produkte und so weiter. Das muss man aber nicht. Man kann sich aber ein teures Goodie kaufen, weil Reinigung, Gesichtswasser, da kriegt man richtig tolle Sachen inzwischen in der Drogerie. Das muss nicht viel Geld kosten. Serien gibt es auch richtig gute in der Drogerie, aber wenn man so richtig Wirkstoffe haben möchte, ne, und nicht auf Wirkstoffe reinfliegen möchte, dann holt man sich ein bisschen was Teureres. Und ich bin mit den vier Serien, die ich jetzt von Terramide probiert hatte, eigentlich echt zufrieden. Ich werde euch mal dieses andere Video, wo ich alle drei auf einmal vorstelle, die ich mir beim letzten Mal geholt habe, werde ich dir auch mal unter das i legen, dass du einfach mal gucken kannst. Kennst du Terramide? Würdest du Terramide kaufen? Ist dir das zu teuer? Oder sagst du, ah, die Inhaltsstoffe, die da manchmal drin sind, mag ich nicht so. Ich glaube, es ist fast in jedem Silikon drin. Nicht in jedem ist Carbomer drin. Wenn es ein bisschen geliger ist, habe ich schon rausgefunden, dann nützt man ganz gerne mal Carbomer, weil man da das Produkt auch ein bisschen stabiler halten möchte. Aber so cremige Substanzen, da kommt man oftmals ohne aus und das ist ein richtig schönes, stabiles Produkt. Würdest du es dir kaufen? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare, wenn deine Erfahrung von meiner so dermaßen abweicht. Schreib mir das auf jeden Fall auch unten in die Kommentare, weil das hier ist ein bisschen teurer. Und meine Zuschauer sind dir auch dankbar, wenn du deine Erfahrungen unten teilst, damit man halt eben so ein bisschen abwägen kann, kaufe ich es mir oder kaufe ich es mir nicht. Denn Fakt ist, wir sind so individuell und unsere Hauttypen sind so unterschiedlich, dass man das gar nicht eins zu eins pausen kann. Deswegen empfehle ich jedem, das einfach mal auszuprobieren. Aber das hier ist halt auch nichts Reizendes, ne? Also es ist halt richtig, richtig gut und gefällt meiner Haut so abartig gut. Ich hätte es nicht gedacht, ich hätte es wirklich nicht gedacht. Und nein, ich bin nicht gesponsert von denen, weil ich so abschwärme. Das definitiv auch nicht. Ich muss ein bisschen schmunzeln. Nee, ich bin einfach ein großer Fan und weiß halt, dass die Sachen auch richtig gut funktionieren. Hast du Erfahrungen mit Terramide? Unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten und hoffentlich bis bald. Tschüss!